So, das ist mein Geräteschuppen. Das ist sozusagen das Zentrum von meinem Grundstück. Im Hintergrund siehst du den Wasserfall. Bis dahin geht mein Gelände. Hier ist mein Setzlingsanlage für Kaffee, weil die ganze Anlage geht eigentlich um Kaffee. Hier links im Sand sind die neuen Samen am Keimen. Das sind die fertigen Pflanzen, die schon raus können und jetzt zurzeit gerade ausgesetzt werden. Hier im Hintergrund, wo diese komischen Büsche sind, da ist der fertige Kaffee. Die sitzen in Reihen zwischen diesen Baumtomaten. Das ist eine Frucht, die es bei euch wohl nicht gibt. Das ist eine Kaffeepflanze, ein Jahr alt jetzt in der Erde. Das sind die Reihen von Kaffeebäumchen. Ungefähr 2 Jahre dauert es noch, bis man die ernten kann. Und da werden die frischen Kaffeepflanzen ausgebracht. Dazwischen alle möglichen anderen Anlagen. Das sind Lulos, eine Zitrusfrucht, gibt es bei euch wohl auch nicht. Bohnen, Apio, es ist eine Art Sellerie, Lauchgemüse gibt es wahrscheinlich auch nicht in Deutschland. Stangenbohnen und ja, Kürbis und Bananen habe ich noch, was man halt so da anbauen kann. Im Hintergrund die Berge, es ist wirklich ganz, ganz schön dort.